Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und heute mache ich mal eine Roomtour und zeige euch alle meine Haustiere. Wir beginnen hier gleich bei meinen Leopardengeckos. Ihr seht schon, ich filme die gerade. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch die mal. Ich mache jetzt mal das Terrarium auf und nehme irgendeinen Gecko raus. Der mag es jetzt eher nicht so, aber ich nehme ihn in die Hand. So. Also das ist ein Männchen und das ist ein Weibchen. Und ja, ich lasse mal runter und suche das Terrarium aus. Ist ziemlich groß. Noch ein nicht echter Kaktus. Und ja, eine Wasserschüssel, ein paar Häuser und so ein Holz zum Verstecken. Und ja, also die Geckos essen Heimchen. Für die Leute, die wissen, was das ist. Oder ich kann auch sagen Heuschrecken, aber man sagt eher Heimchen dazu, aber es gehört zur Familie der Heuschrecken. Und ja, ich würde sagen, gehen jetzt mal zu meinem nächsten Haustier. Ja Leute, das ist meine Schildkröte oder sogenannte Schmuckschildkröte. Sie hat rote Wangen und also man kann sie auch Rotwangenschildkröte nennen. Und hier ist das Aquarium, ist ziemlich groß. Und ja, so sieht sie aus. Das ist jetzt etwas Angst. Und jetzt sehe ich mal das Futter von der Schildkröte. Moment. Also hier befindet sich das Futter. Hier in dieser Dose. So sieht die Dose aus. Und ja, gehen wir mal zu meinem nächsten oder sogenannte zu meinem letzten Haustier. Ja Leute, das sind meine Barben. Und ja, das sind 4 orange Barben, kann man da sehen, und 4 gestreifte Barben. Und ich finde, ich habe das schön eingerichtet. Und ja, hier sollte noch ein Bodenputzer sein. Also der Bodenputz, der Scheibenputz. Also ein sogenannter Wels. Und ja, der eine ist leider gestorben. Ich weiß auch nicht warum. Das Lustige am Ende war, wie er dann tot war, sind alle Barben gekommen und sind alle auf ihn gestürzt und haben den Fisch aufgegessen. Was lustig war, das sind Kannibalen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war's dann nämlich schon. Und ich würde mich auf eine positive Bewertung freuen. Einen Daumen nach oben. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.